Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute am 16. Mai. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem täglichen Marktkommentar. Es ist Montag und Wochenstart. Die Märkte starten insgesamt mit einem positiven Ausblick, wird so ein bisschen drauf zurückgeführt auf den Kommentar vom Notenbankchef Powell, der am Wochenende in einem Interview sozusagen die Anleger aufgefordert hatte, don't fight against America's Economy, so im Prinzip nach dem Motto, leg dich nicht mit uns an. Und die Geschichte hat bis jetzt gezeigt, dass es nie eine clevere Idee war, kurzfristig gegen die Fed zu spekulieren. Die Mittel und Wege, die Ressourcen sind quasi unendlich, mit denen die Fed hier Einfluss nehmen kann auf die Märkte. Wir haben immer wieder betont, dass das ein Spiel ist, was letztendlich auf einer Variable beruht und die heißt Vertrauen. Also Vertrauen darauf, dass die Maßnahmen der Fed nützen, also eine Art Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, dass die Marktteilnehmer überzeugt sind, wenn die Fed agiert, wird alles besser. Und wenn jeder überzeugt ist, dass alles besser wird, handelt man ja auch eben entsprechend und dadurch wird eben auch alles besser. Das hat wunderbar funktioniert und die großen wachsenden Bilanzen der Zentralbanken waren bisher auch nie ein Problem, weil die Kredite, die in diesen Bilanzen aufgenommen wurden, in den größten Fällen Staatsanleihen waren. Diese Staatsanleihen sind im Prinzip mit hohen Ratings versehen geworden und so auch im Prinzip leicht wieder später war es den Zentralbanken A möglich, ihre Bilanzen zu verkleinern, auch wenn sie das nicht mehr wesentlich gemacht haben oder eben auch hier an diesen Anleihen, wenn die ausliefen, eben einfach die Zahlung zu erhalten. Die neuen Maßnahmen, die jetzt natürlich kommen, die gehen durchaus weiter, weil man eben irgendwann gemerkt hat, oh, aha, ich kann ja gar nicht mehr nur noch Anleihen erster Bonität kaufen, weil die am Markt nicht mehr verfügbar sind. Die haben wir im Prinzip schon alle aufgekauft und die restlichen Bestände liegen in irgendwelchen Pensionskassen und Banken. Und man ist eben dahin gegangen und macht jetzt eine Ausweitung der Assets, die die Zentralbank in ihre Bilanz nehmen darf, also Unternehmensanleihen kommen hinzu, es gehen eben schlechter geratete Anleihen hinzu und das macht nicht nur die US-Zentralbank, das macht auch die EZB und die EZB hat sich laut einem Spiegelartikel sogar öffentlich gegen das Urteil in Karlsruhe gestellt. Man wird es also ignorieren, was hier das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Und somit machen wir den Schwenk zu Europa rüber. Somit kommen wir in eine Situation, die sicherlich in den nächsten Monaten noch für einigen Diskussionsstoff sorgen wird, denn wir haben letztendlich in Deutschland nicht die Möglichkeit, dass wir einfach sagen, wir ignorieren das, auch wenn das jetzt die EZB hier tut und letztendlich muss und wird Deutschland hier zu Maßnahmen gezwungen sein oder man wird eben sich zumindest mal irgendwann wieder an den Verhandlungstisch setzen müssen und sagen müssen, okay, so geht's nicht, die Richter in Karlsruhe haben ja eine Brücke gebaut, sie haben ja im Prinzip ganz klar gesagt, wie es denn gehen könnte und es wäre eigentlich für die EZB ein leichtes, zumindest die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen zu begründen. Ob das dann tatsächlich wirklich verhältnismäßig ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die Verfassungsrichter haben ja hier nur eine Begründung verlangt. Ihr seht, wir haben kurzfristig im Moment eigentlich gute Nachrichten für die Märkte, nämlich nach dem Motto, ja, die Zentralbanken sind da, die Zentralbanken agieren, wie sie Bock haben. Sie lassen sich auch nicht durch Verfassungsgerichte oder sonstige Probleme einschränken und das Vertrauen in die Zentralbanken ist da. Das, was wir hier kurzfristig sicherlich unterstützend an den Märkten sehen, kann langfristig zu einem bösen Giftcocktail werden, denn wie gesagt, es hängt alles und liegt alles, was hier passiert, nur noch auf den Schultern der Zentralbank und es ist nicht immer so in der Geschichte gewesen, dass die Märkte den Zentralbanken dieses vollste Vertrauen geschenkt haben und es wird Zeiten kommen, einfach aufgrund von Zykliken und aufgrund von Veränderungen, die immer wieder in der Geschichte anstehen, dass dieses Vertrauen zu irgendeinem Zeitpunkt, und das mag ich jetzt auch nicht zu prognostizieren, schwindet. Und dann gibt es ein echtes, wirkliches Problem, weil wie gesagt, die Bilanzen der Zentralbanken sind vollgeladen und die Märkte brauchen wirklich dieses Geld von den Zentralbanken, um ihre ungehemmte Rallye weiter fortsetzen zu können.
Jetzt haben wir heute früh, Montagmorgen, und wir müssen uns nicht jetzt wirklich die langfristigen Gedanken machen. Wir sind im kurzfristigen Trading unterwegs. Von daher können wir eben jetzt auch mal einen Blick auf die Technik an den Märkten werfen. Und wenn wir uns den S&P anschauen, wenn wir da einen Blick hineinwerfen, dann haben wir seit 2-3 Wochen ein Pattern, was wir verfolgen, was sehr gut sich auflöst. Also im Prinzip läuft derzeit alles nach Fahrplan. Wir hatten hier eine Aufwärtssequenz, die geht, ist eigentlich eine Bestätigung, dass wir hier schon ein Tief gesehen haben. Das heißt, dass der Markt wieder sozusagen seinen Weg nach oben nimmt. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass wenn diese Aufwärtssequenz sich hier gebildet hat, häufig danach erstmal eine Verteilungsphase eintritt. Und die haben wir auch aus saisonalen Gründen für den Mai gesehen und hatten erwartet, dass der Markt eine ABC-Korrektur macht. Das ist das im Prinzip, was wir in den letzten Tagen und Wochen hier im Live-Trading-Room gehandelt haben, dass wir gesagt haben, und es ist auch im Prinzip genau so eingetreten, also nahezu exakt. Kleiner Schönheitsfehler an der C war ich hier. Wir hatten gesagt, die C ist mindestens so lang wie die A, das ist passiert. Das heißt, sie hat den Zielbereich erreicht. Im Idealbereich hätten wir hier die 2,7 hier unten noch erreicht und diese Unterstützung hier getestet. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Wermutstropfen, den ich hier habe, dass wir das nicht gesehen haben. Und wo ich jetzt hier ein Fragezeichen dran mache, ob das nicht für den Markt die gesündere Alternative ist, um wirklich eine gute Basis aufzubauen, auf der man dann das nächste Bein nach oben machen kann. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob das nächste Bein nach oben direkt unterwegs ist und der Markt hier nach dieser ABC, was dann typisch ist, durchstartet, sozusagen dann hier in den nächsten Impuls geht und hier die nächste Aufwärtsbewegung macht. Wenn wir uns die Daten von den USA angeschaut haben, dann gibt es katastrophales erstes Quartal, aber auch das zweite wird katastrophal. Powell sprach hier von 30% teilweise Einbruch, aber er machte eben auch Hoffnung, und das ist jetzt wichtig, dass das dritte Quartal wohl besser werden würde, und wir wissen, die Börse ist immer Wochen dem Markt voraus, und das heißt, im Prinzip ist das zweite Quartal eingepreist und man denkt schon auf das dritte Quartal und denkt, na gut, da soll dann zumindest alles wieder besser werden. Von daher auch hier die Begründung, dass es hier hochgehen könnte. Jetzt sind wir allerdings nicht so, dass wir hier einfach erwarten, dass der Markt hier in einer easy Aufwärtsbewegung nach oben geht. Dafür sprechen unter anderem die saisonalen Gründe. Das heißt, wir haben einfach im Mai und im Juni häufig so ein bisschen Hin- und Her-Märkte. Dafür sprechen aber auch so ein bisschen technische Gründe, und die Alternativszenarien, die ich hier mal aufzeigen möchte, ich mache mal extra eine andere Stiftfarbe, ist, dass wir aus dieser kleinen ABC eine etwas größere ABC machen. Das heißt, dass wir mit der C sozusagen erst eine A-Welle hatten, jetzt hier nochmal den oberen Bereich der Range antesten und dann hier nochmal eine C machen. Also das heißt, das habe ich hier, ich male das in grün ein. Das heißt, dass wir dann wirklich dieses breite Korrekturpattern haben, von dem ich eben gerade sprach, was letztendlich einen solideren Move nach oben ermöglichen würde. Es ist, ich lösche mal hier alles raus, aber wie gesagt, nur einer der Szenarien. Und was wir insbesondere jetzt berücksichtigen müssen, wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch und wir haben ein Tief. Das Ganze ist eine ABC, was nicht passieren darf, damit diese ganzen Aufwärtsszenarien intakt bleiben. Was nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt heute ein kurzfristiges Top sehen aufgrund der Nachrichten und dann ein neues Low. Wenn dieses Szenario eintritt, und was ihr verstehen müsst, ist immer, wir sind hier im Training unterwegs und wir sind nicht Analysten. Das heißt, so ein Analyst, der macht immer irgendwo Prognosen hin und her. Was wir probieren ist, wir versuchen verschiedene Szenarien zu denken und uns dann für das zu entscheiden, was am wahrscheinlichsten ist, und entsprechend mit Riskmanagement und auch dem Feedback, was wir vom Markt zu gucken oder was wir vom Markt erfahren, zu schauen, liegen wir denn überhaupt richtig mit dem Szenario. Und eine Alternative, eine, die dann eben tatsächlich sehr bärisch wäre, wäre, wir unterschreiten dieses Tief und damit würde sich eine Abwärtssequenz bilden. Wäre das entsprechend der Fall, dann würden wir beim Start so einer Abwärtssequenz tatsächlich davon ausgehen, dass wir hier zumindest nochmal in den Bereich des Tiefs laufen. Das heißt, dass wir die Tiefs hier unten nochmal antesten und dass es tatsächlich größeres Korrekturpotenzial gibt. Es ist aber nicht das Prime-Szenario, was wir verfolgen. Wenn wir uns mal anschauen, wie ist es mit der Stimmung?
an der Börse. Wie sieht es denn tatsächlich aus? Und dann benutze ich gerne den Fear and Greed Index. Wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass dieser Fear and Greed Index hier in einem relativ normalen Bereich zurückgekommen ist. Der Fear and Greed Index misst mit 6 verschiedenen Subindikatoren eigentlich, wie optimistisch oder pessimistisch die Marktteilnehmer sind und ob sie in einem Risk-On- oder Risk-Off-Modus sind. Und interessanterweise ist es immer so, wenn die Leute sehr optimistisch sind, das sehen wir hier in diesen Situationen, ja, dann ist früher oder später eine größere Korrektur fällig. Und natürlich konnte der Markt hier nicht wissen, dass Corona kommt, aber trotzdem ist es ähnlich wie hier. Da gab es in 2018 am Anfang eine große Korrektur, 2017 das Peak. Es ist eben so, wenn die Stimmung zu gut ist, geht es runter. Wenn die Stimmung allerdings zu schlecht ist, das sehen wir hier Ende 2018 im Dezember und auch jetzt hier im Anfang April, Ende März 2020, wenn die Stimmung zu schlecht ist, dann bereitet das Potenzial wieder für kräftige Rebounds an den Markt. Das ist ja Vergangenheit, das ist passiert und jetzt sind wir mit dem Fear and Greed Index in einem sogenannten neutralen Bereich und ganz häufig ist es eben so, dass wir in diesem neutralen Bereich dann auch in so einer Art Trading-Markt sind. Das heißt, dass der Markt sich zwischen Unterstützung und Widerständen hin und her bewegt, ein Gleichgewichtsniveau gefunden hat, wovor dann wieder entweder kräftiger Optimismus den Fear and Greed nach oben treibt und den Markt zu neuen Hochs oder eben großer Pessimismus nochmal hier unten hin treibt. Aber jetzt im Moment eben neutrale Bereich und das ist eben auch so ein bisschen Zeichen. Wir sind im Moment in so einer Trading Range, sollten den Markt so handeln und da kommen wir dann eben auf, wie sind unsere Ideen? Naja, wenn wir sagen Trading Range, dann gucken wir natürlich, wo sind Widerstände und nehmen diese Widerstände als Short-Gelegenheiten und da tut sich hier, da wo die rote Linie ist, der Bereich 2871 einfach auf. Der beginnt hier, also wenn wir uns hier dieses Top hier zum Beispiel angucken, 2872, das heißt, das ist jetzt der Bereich da, wo der S&P jetzt gerade ist, wo wir gerade sind und wir laufen hier eben ein bisschen in diesen Bereich hier rein, vielleicht so bis 2890 was hier diese Tops sind. Und in diesem Bereich bietet sich zumindest jetzt erstmal nochmal ein Versuch auf der Short-Seite an, auch wenn ich eben gerade diese Long-Szenarien vorgestellt habe, weil wir in einem Trading-Markt sind und wir häufig eben von diesen Widerständen Unterstützung abprallen und dann, wir versuchen nochmal wahrscheinlich dieses Level von 2800 zu testen, wovor dann der Markt die Entscheidung trifft, wo er dann wirklich hin will, ob er, das wird dann wahrscheinlich die Woche passieren, nach oben oder unten geht. Zumindest kriegen wir ein gutes Risk-Reward-Profil hier angedacht, das heißt, wir haben hier Punkte, an denen wir schnell Bescheid wissen und das ist so ein bisschen die Idee, die wir heute für diesen Markt haben. Sollten wir Momentum, also wirklich Beschleunigung nach oben sehen, dann werden wir natürlich uns diesem Szenario anpassen, umdenken und dann geht es wahrscheinlich auch direkt nach oben und dann wird der Markt wahrscheinlich diese Range hier auch relativ schnell verlassen. Das ist aber erstmal sollten wir sehen es noch nicht und von daher bleiben wir hier bei Plan Nummer 1. DAX, ganz ähnliches Szenario, wirklich brauchen wir jetzt nicht nochmal so ausführlich wie im S&P zu sprechen, aber wir hatten eben auch die Aufwärtsbewegung. Wir hatten hier diese kleine ABC, damit ist eigentlich die Korrektur abgeschlossen und der Markt muss sich jetzt entscheiden, will ich jetzt hier diesen Aufwärtstrend fortsetzen oder habe ich hier die Gefahr, mit einem neuen Tief eben in eine Abwärtssequenz zu gehen und dann auch trendmäßig den Markt wieder umzustellen. Da die Entscheidung noch nicht getroffen ist, also noch nicht wirklich getroffen ist, sondern nur das ABC-Pattern fertig ist, ist für uns die Einschätzung vom Markt her im Moment noch Trading-Markt. Das heißt, wir sind noch nicht wieder voll auf Trend, weil da fehlt auch hierfür noch schon auf den kleinen Ebenen die Bestätigung, dass wir im Sequenzbereich unterwegs sind. Und dann schauen wir natürlich hier in diesem Bereich, der wirklich sich wunderbar ausprägt als ein Widerstandsbereich. Und das ist natürlich ein Bereich, wo man einfach sagen muss, komm, da müssen wir es nochmal probieren auf der Short-Seite. Sollten wir dann dieses Top hier überschreiten, dann wird der Markt wahrscheinlich entweder die Range direkt nach oben verlassen oder ein größeres ABC wie im S&P machen. Das heißt mit hier A, B-Welle hier irgendwo und einer C-Welle hier runter. Aber das ist eben auch noch nicht der Fall. Von daher haben wir jetzt hier einen Kernwiderstand um die 10.800. Den möchten wir
nutzen, da möchten wir eben entsprechend einsteigen und auf der Short-Seite und möchten dann eben nochmal einen Rücktest der 10.400 sehen, bevor es dann eben in die Entscheidung im Laufe der Woche geht. Also ihr seht schon, die Woche wird einige Entscheidungen mit sich bringen und es wird relativ spannend werden. Wenn wir dann hier in den FGBL hineingehen, der FGBL hat tatsächlich, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, die Gefahr besteht, dass wir, weil diese Tops hier nur marginal sind, weil wir hier zwar keine neue Abwärtssequenz gebildet haben, aber eben auch nicht jetzt wirklich aus dieser Flaggenformation mit Dynamik raus sind, ist dieser Markt tatsächlich jetzt weder long noch short, sondern tatsächlich auf die Seitwärtsphase gerutscht. Das heißt, auch hier bildet sich im Moment ein neues Muster und das heißt für uns abwarten und das heißt für uns erstmal noch wenig handeln. Also hier bestehen tatsächlich zu viele Möglichkeiten, was passieren kann. Natürlich können wir auch hier von so einem Trading-Markt sprechen, das heißt, dass wir hier die oberen Unterstützungen und unteren Widerstände sehen, aber A ist die Trading-Range nicht so groß und B sind die Trendverhalten hier nicht so deutlich wie in einem anderen Markt. Ich bin im Moment eher davon, dass ich mal sage, komm, wir warten mal ab, was über die nächsten zwei Wochen passiert. Wir wissen auch, es geht dann Anfang Juni auf den Verfallstermin von dem Kontrakt hin. Das heißt, wir sind hier einfach ein bisschen ja, auf neutral im Moment eingestellt. Ja, Euro-US-Dollar. Ja, wenn wir uns da unten im unteren Chart, ich gehe mal auf Daily, im unteren Chart, da sehen wir es eigentlich ganz schön, das ist die Average True Range und die kommt massiv nach unten. Und eine niedrige Average True Range ist immer ja, für einen Trader eine schlechte Nachricht, denn das heißt letztendlich, die Bewegungen, die man am Markt misst, sind kleiner und sind nicht mehr so ausgeprägt. Und natürlich verhält sich die Average True Range auch ein bisschen in einem Trend. Das heißt, wir sehen manchmal über Tage und Wochen hinweg eine steigende Average True Range, manchmal eine sinkende. Im Moment ist das tatsächlich der Fall, dass wir sinken. Und wir haben uns auch beim Euro-US-Dollar so eingenistet in so einem Bereich, den wir mal als Konsolidierungszone betrachten. Und wir gehen davon aus, weil wir im Abwärtstrend sind, dass wir irgendwann diese Zone nach unten verlassen. Und ihr seht auch hier, da, das ist die dicke Unterstützung um die 1,0750. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn dann die Nachrichten kommen oder wenn es dann irgendwann der Fall ist, dass Dynamik in den Markt auch wieder reinkommt, gerade wenn wir so Trading-Zonen etwas länger austesten. Nur im Moment sind wir tatsächlich in dieser Zone drin. Und da gibt es viel hin und her und es gibt so einen schönen Trading-Spruch, der heißt, hin und her macht Taschen leer. Wir sind einfach sehr gut aufgestellt für dieses Jahr und haben jetzt auch nicht irgendwo einen Zwang, immer irgendwo überall dabei zu sein. Und sowieso ist es ein schlechter Ratgeber im Trading, egal wie man aufgestellt ist, wenn einem die Angst treibt, etwas zu verpassen. Wir gehen deshalb auch hier, ähnlich wie im Bund, erstmal auf die neutrale Position. Macht auch Sinn, weil wir an einem Montag sind. Montag sind immer so nachrichtenarme Tage. Der Markt sucht für die Woche noch seine Bewegung. Ja, und deswegen haben wir eben Bund und Euro auf der neutralen Seite. DAX und S&P in der Aufwärtsreaktion, die wir aber, weil wir sagen, wir sind in beiden Märkten, in einem Tradingmarkt, nochmal nutzen wollen für einen Einstieg auf der Short-Seite. Aber jetzt gut zuhören. Das bedeutet für uns immer, wir gucken uns genau an, wie nähert sich der Markt bestimmten Märkten. Wir machen das im Feintuning, dafür haben wir ja unsere Live-Trading-Räume, dass wir dann eben nicht einfach blind irgendwo reingehen, sondern tatsächlich im Feintuning hier einen guten Punkt suchen, das heißt hier das versuchen zu optimieren. Und ja, dann kann es auch sein, dass wir morgens den Plan haben, wir gehen short, aber der Tag uns nicht wirklich einen Trigger, ein Auslösesignal gesendet hat und wir dann am Ende des Tages nicht short gegangen sind, weil der Markt einfach immer weiter hoch und hoch gegangen ist und am nächsten Tag dann zu einer neuen Einschätzung kommen. Also deswegen heute mal ganz genau gucken, welche Level suchen wir raus, wo gehen wir rein, wie machen wir das. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Trading-Tag und einen guten Start in diese aktuelle Trading-Woche. Bis dann, bye bye, euer Björn.